Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen, Ihre Plätze einzunehmen und sich auf wunderbare 2,5 Tage im Kreise Ihrer Kollegen und Freunde einzurichten. Erlauben Sie mir, dass ich heute zu Beginn unserer Sitzung 2 Daten besonders würdige, den Tag der Deutschen Einheit und die Proklamation Nummer 2 zur Gründung unseres Landes. Am Samstag feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Es war der 3. Oktober 1990, an dem formell das geschah, was Willy Brandt so passend in die Worte "Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört" gefasst hatte. Fast ein Jahr zuvor, es kann man sagen, war die Nacht der Nächte. Fast ein Jahr zuvor, am 9. November, war das Symbol der Teilung, die Mauer. Und auch das, glaube ich, kann man sagen, dieses Schandmal aus Beton und Stacheldraht, das so viel Leid über die Menschen gebracht hat. Zuletzt den Tod über Winfried Freudenberg und Chris Geffroy gefallen. Aber in Wirklichkeit ist diese Mauer ja nicht einfach gefallen. Es waren die Bürgerinnen und die Bürger der DDR, die sie zum Einsturz brachten, und die SED-Diktatur gleich mit dazu. Es waren eben nicht Supermächte oder Staatenlenker, die Geschichte machten, sondern es war das Volk, das seine eigene Geschichte geschrieben hat. Das, was am 3. Oktober 90 vollendet wurde, begann im Herbst 89, und die Freiheitskämpfer von 89 stehen auf den Schultern der Freiheitskämpfer von 1953. Die Geschichten der Menschen, wenn man mit ihnen spricht, wenn man sie sich anhört, die von der ungeheuren Kraft erzählen, die sie damals auf die Straßen trieb, das sind beeindruckende Geschichten. Es sind Geschichten von einer Sehnsucht, von einer ungeheuren Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie. Eine Sehnsucht, die sich Bahn brach, dann in der friedlichen Revolution, ohne einen einzigen Schuss. Aber die Geschichten handeln auch, und das muss man schon immer wieder erwähnen, sie handeln auch von Angst. Angst vor Willkür, Angst vor Verfolgung, Angst vor Gewalt. Malwand, der im Wanken begriffen und deswegen ja umso gefährlichere Staat, sie tatsächlich an, mal drohte er sie nur an. Aber diese Angst war ein ständiger Schatten bis in die Familien und auch bis in die Freundeskreise herein. Und bei aller Freude über dieses Jubiläum, über diesen besonderen Tag, wollen wir das nicht vergessen. Aber das Besondere darin ist, dass die Angst plötzlich die Seiten gewechselt hat. Und aus den wenigen sind viele geworden. Zuerst gingen sie in Plauen auf die Straße, dann gingen sie in Leipzig auf die Straße, und so ging das weiter. Und auch das will ich sehr deutlich sagen. Jeder einzelne von denen, die da auf der Straße waren, hat Demokratiegeschichte geschrieben. Und deswegen schulden wir ihnen, die auf den Straßen waren, nicht nur Respekt, sondern wir schulden ihnen gemeinsamen Respekt aus Ost und aus West. Der 9. November 1989 und der 3. Oktober 1990 gehören wahrscheinlich zu den glücklichsten Tagen der Deutschen, aber ja nicht nur der Deutschen. Wohin man in den Jahren 89 und 90 auch schaute, der Funke der Freiheit war entzündet. Auf den Danziger Werften, in Vilnius, in Riga oder auch in Tallinn. Was nach 1945 mit der Befreiung von den Nazis begann, das erhielt 1989 und 1990 neue Impulse, neue Dimensionen und auch ganz neuen Schwung. Die friedliche Revolution von 1989 und die deutsche Wiedervereinigung von 1990 waren der erste Schritt zum Beitritt der mittelosteuropäischen Staaten zur Europäischen Union. Und damit wurde dieser Termin auch so etwas wie die zweite Gründung der Europäischen Union. Ja, man muss das sagen, die deutsche Einheit war und sie ist natürlich auch immer noch ein gewaltiges Werk. Sie ist auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht vollkommen. Die Spuren der Trennung, da darf man sich nichts vormachen, sind immer noch nicht gänzlich aus Köpfen und auch aus Herzen verschwunden. Kein Wunder, hat die Wiedervereinigung den Menschen in unserem Land doch viel, sehr viel abverlangt, vor allem aber denen im Osten. Für 16 Millionen Menschen änderte sich in kürzester Zeit fast alles. Sie haben Umbrüche gemeistert in einem Ausmaß, wie sie meiner Generation, ich möchte hinzufügen, Gott sei Dank, hier im Westen erspart geblieben sind. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, in einer Diktatur aufzuwachsen. Wir wissen nicht, wie viel Kraft und Mut es braucht, unter Willkür und Bespitzelung
sein Leben zu gestalten. Und wir wissen auch nicht, ob wir unter großen Risiken für unser Leben und unsere Lieben uns aufgelehnt oder angepasst hätten. Auch das ist eine gewaltige Leistung. Auch das gehört zur Erinnerung dazu. Und auch das ist lange Zeit nicht ausreichend genug gewürdigt worden. Ich sage das auch ganz bewusst im Zusammenhang mit sehr schwierigen Debatten, die wir führen müssen, in denen aber ausdrücklich mehr Sensibilität geboten ist. Beispielsweise bei der Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen ist. Und ich warne davor, diesen Begriff politisch zu instrumentalisieren. Man muss Acht geben, dass mit der Definition Unrechtsstaat nicht zugleich individuelle Lebensläufe entwertet werden. Auch hier tut Differenzierung Not. Denn man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht einen Eindruck entstehen lässt, man unterstelle den Bürgern in der DDR, sie persönlich seien gescheitert, denn das sind sie nicht. Man darf nicht rückwirkend und man darf auch nicht leichtfertig Lebensleistungen von Menschen, die in einem Unrechtsstaat ihre Frau und ihren Mann gestanden haben, infrage stellen. Und man muss deswegen auch sehr vorsichtig sein, dass nicht der Eindruck entsteht, es fehle der Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Blickt man aber nüchtern auf die DDR, gibt es keinen Zweifel. Sie war ein Unrechtsstaat. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und Bürgerrechtler Roland Jahn hat dazu festgestellt, der Begriff Unrechtsstaat treffe, ich zitiere ihn, das Wesen dieses Staates. Die SED hat alle staatlichen Organe, sagt er, genutzt, um ihre Macht durchzusetzen. Und einer der großartigsten Bundespräsidenten, die wir hatten, Joachim Gauck, formuliert wie immer sehr prägnant dazu, ich zitiere ihn, der Begriff trifft zu, weil es in der DDR keine Unabhängigkeit der Justiz gab, keine Gewaltenteilung, es gab keine Herrschaft des Rechtes, weil eine Instanz wie die herrschende SED in den Bereich des Rechtes eingreifen konnte, Zitat Ende. Und, meine Damen und Herren, eines ist dabei immer unverzichtbar, die Perspektive der Opfer. Wir müssen die Perspektive der Opfer in die Betrachtungen einbeziehen. Hunderttausende, denen in Kinderheimen, Spezialheimen und sogenannten Jugendwerkhöfen die Kindheit zerstört wurde. Die Mauertoten, die an der Grenze Verletzten, die Opfer medizinischen Missbrauchs, die Opfer juristischer Willkür, die Opfer von Zersetzung oder Überwachung und so viele, viele andere. Und deswegen war es richtig. Und darauf beziehe ich mich, dass dieser Hessische Landtag im Jahre 2009 genau dies in seiner Drucksache 18/803, wie ich finde, sehr eindrucksvoll festgestellt hat. Meine Damen und Herren, wir hier in Hessen, wir haben uns nicht selbst befreit. Wir sind befreit worden von den Amerikanern. Mit einer Unterschrift begann am 19. September 1945, vor 75 Jahren, die Geschichte des Landes Hessen. Es war der spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der die Proklamation Nummer 2 unterzeichnete. Sie sah den Zusammenschluss der preußischen Provinzen Kurhessen und Nassau mit dem Volksstaat Hessen vor. Mit einem von der amerikanischen Militärregierung angeordneten Befehl begann, ja, man muss es so nennen, eine wahre Erfolgsstory. Heute gehört dieses Bundesland zu den Spitzenregionen in Europa. Aus den damaligen Gegnern sind erst Besatzer und dann Freude geworden. Und es war ein großer Vertrauensvorschuss. Auch das muss man immer wieder erwähnen, den die amerikanische Militärregierung den Hessen entgegenbrachte. Man darf das nicht vergessen, nur 4 Monate nach Kriegsende, nachdem Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte, zerstört hatte. Die Amerikaner haben uns eine Chance gegeben und wir haben sie genutzt. Das, was wir heute Hessen nennen, ist ein junges Land. Es entstand, ja, am Reißbrett, kann man sagen, der amerikanischen Besatzungsmacht. Seine Landesgeschichte, und denken Sie dabei nur an den Hessischen Erbfolgekrieg von 1247 bis 1264, in dem in Marburg die Unabhängigkeit Hessens erstritten wurde, ich habe das jetzt sehr verkürzt, das gebe ich zu, ruht auf viel tieferen Wurzeln. Wir Hessen, das, glaube ich, kann man für uns sagen. Wir leben in der Mitte dieses Landes und deswegen sind wir offen für Neues. Wir sind international, wir sind vielfältig, wir sind ein Spitzenstandort für Technologie und Wirtschaft. Und Hessen heißt natürlich auch reichhaltige Kunst und Kultur, bezaubernde Landschaften und interessante und oftmals sympathische Traditionen. Das will ich sehr deutlich sagen. All das ist natürlich Verdienst der Bürgerinnen und Bürger. Aber
Es ist auch, und deswegen erwähne ich das in bewusstem Zusammenhang mit dem ersten Datum, es ist auch die Frucht von Demokratie, von Parlamentarismus und von Rechtsstaat, die ja mit unserer Verfassung, mit der ältesten Verfassung in Deutschland gesät worden ist. Das heißt nicht umsonst in Artikel 65 der Hessischen Verfassung, Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Republik. Und die Aufgaben, die sich dieser Republik stellen, sind immens. Wir haben einen massiven Bevölkerungszuwachs in den Ballungsgebieten mit all den damit verbundenen Problemen. Wir haben gleichzeitig schrumpfende Bevölkerungszahlen in ländlichen Regionen. Und wie lauten unsere Antworten auf diese Herausforderungen? In Sachen Mobilität, Schaffung von Infrastruktur, Naturschutz, Bildung, Digitalisierung, Pflege und Gesundheit, Sicherung und Zuwanderung. Und das sind nur ein paar Themen, die uns interessieren und die uns interessieren müssen. Aber all diese Themen sind Themen, die den Menschen besonders auf den Nägeln brennen. Es sind alles Themen, für die wir als Landespolitiker zuständig sind. Die Entscheidung in Artikel 65 für einen föderalen und gegen einen zentralistischen Staatsaufbau ist wichtig gewesen. Denn die angesprochenen Herausforderungen können natürlich am besten für die Menschen gelöst werden in einem demokratischen und in einem rechtsstaatlichen System und im Austausch der Argumente im Parlamentarismus und natürlich in einem föderalen System. Das Föderale hat gegenüber dem Zentralstaatlichen in jeder Hinsicht Vorteile. Nur föderale Strukturen sind in der Lage, passgenaue Maßnahmen für die unterschiedlichen Regionen zu entwickeln. Regional angepasste Maßnahmen sind besser vermittelbar, können gegebenenfalls für andere auch Vorbildcharakter haben. Und die Abgeordneten vor Ort übernehmen dabei eine Vermittlerrolle, und zwar in beide Richtungen. Sie übersetzen und sie begründen politische Entscheidungen, und sie geben den Menschen eine Stimme in der Politik. Verantwortung bekommt ein Gesicht in ihrer Person, in der Person der Abgeordneten, die in einem ständigen Kontakt und in einem ständigen Austausch mit den Menschen in ihren Wahlkreisen stehen. Was lehren uns diese beiden historischen, sehr interessanten und für uns so folgenreichen Daten, der 3. Oktober 1990 und der 19. September 1945? Sie lehren uns, alles ist möglich, aber nichts ist für immer garantiert. Das ist die Lehre. Die beiden Ereignisse dürfen für uns nicht nur ein Fall für Gedenktage sein. Sie müssen uns dazu anhalten, zu überprüfen, ob unsere Gesellschaft heute den Ansprüchen der Protagonisten und natürlich auch der Freiheitskämpfer von damals standhalten würde. Demokratie ist Mitgestaltung. Das wissen wir. Wir, die Bürger, wir sind es, die über unser Gemeinwesen entscheiden. Und das ist genau das, was unsere Staatsform von anderen Staatsformen entscheidet. Es ist eine Bürgerstaatsform, es ist eine Mitgestaltungsstaatsform. Demokratie ist anstrengend. Das weiß niemand besser als wir, die Abgeordneten, denen die Bürger ein Mandat erteilt haben. Aber ich glaube, das kann man in aller Deutlichkeit und mit voller Überzeugung sagen. Die Anstrengung ist es wert, denn nur in einer Demokratie gibt es Freiheit. Nur in der Demokratie gibt es Rechtsstaat und Gleichheit vor dem Gesetz. All das, was es in der DDR nicht gab, was den Bürgerinnen und Bürgern in der DDR vorenthalten worden ist und was es dagegen seit 75 Jahren in Hessen gibt. Das ist das Erbe von 1945 und von 1990. Und dafür lohnt es, sich anzustrengen, denn Freiheit ist eben kein Geschenk. Nichts, was einem in den Schoß fällt, sondern das, was jeden Tag erarbeitet werden muss. Und ich sage das bewusst heute hier im Kreise der Kolleginnen und Kollegen in diesem Parlament, im Landesparlament von Hessen, weil ich Sie jetzt zu dieser Arbeit einladen möchte in den nächsten 2,5 Tagen. Erfolgreiche, fröhliche und kollegiale Zusammenarbeit für die Demokratie. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt glückliche und fröhliche Seiten des Lebens, aber es gibt natürlich auch traurige Seiten. Und wir haben seit unserer letzten Landtagssitzung vom Tode eines ehemaligen Kollegen erfahren, dem wir gedenken möchten. Und insoweit darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 77 Jahren ist am 3. September der frühere Abgeordnete Roland Rösler verstorben. Er wurde am 23. August 1943 in Schönau im Sudetenland geboren. Roland Rösler absolvierte eine Ausbildung zum Werkzeugmacher und war ab 1963 als Offizier bei der Bundeswehr im militärischen Dienst als Berufssoldat tätig. Vom 21. Juni 1977 bis zum 4. August 1983
vom 25. September 1983 bis zum 17. Februar 1987 und vom 5. April 1987 bis zum 4. April 1999 war Roland Rösler Mitglied im Hessischen Landtag, Mitglied in der Fraktion der CDU. Er engagierte sich in dieser Zeit in verschiedenen Ausschüssen, unter anderem als Vorsitzender im Unterausschuss Justizvollzug, als stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Umweltfragen, und er gehörte über viele Jahre dem Innen- und dem Rechtsausschuss an. Roland Rösler erhielt am 13. Oktober 1988 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Er war verheiratet und Vater von einem Kind. Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Ich eröffne die 53. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit mit Blick in den Plenarsaal fest. Die Tagesordnung vom 23. September sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Sie können dem Nachtrag entnehmen, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Hier verfahren wie immer Aufruf Donnerstag 9 Uhr, 5 Minuten je Fraktion. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der AfD betreffend ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 20-3729. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf der Top 83 und wird am Mittwoch nach Top 5 aufgerufen. Weiter eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Solidarität mit den Beschäftigten bei Continental. Industriestandort Hessen transformieren, Arbeitsplätze halten, Drucksache 20-3738. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 84 und wird, wenn Sie einverstanden sind, zusammen mit Top 2 mit der Regierungserklärung des hessischen Wirtschaftsministers aufgerufen. Eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, Solidarität mit den Beschäftigten von Continental, Drucksache 20-3756. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 87, und das machen wir genauso wie mit dem anderen. Wir rufen ihn mit Top 2 mit der Regierungserklärung auf. Die Fraktion der SPD möchte den Tagesordnungspunkt 58, den Antrag der Fraktion betreffend Konzepte für die hessische Wirtschaftsförderung, Drucksache 20-3684, ebenfalls zusammen mit der Regierungserklärung aufrufen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Dann machen wir das so. Eingegangen und in den Fächern verteilt ist außerdem ein Änderungsantrag der Fraktion SPD und DIE LINKE mit der Drucksache 20-3745 zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 20-365 zu 20-2965. Weiterhin ist noch eingegangen, in den Fächern verteilt ein dringlicher Entschließungsantrag betreffend A49, Lückenschluss konsequent vollenden, Drucksache 20-3755. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 85 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 48, das ist der Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, aufgerufen werden. Alles klar, so machen wir das. Und schließlich ist noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der AfD mit dem Betreff zum Schutz der Schweinehaltung sind Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Schweinepest unerlässlich, Drucksache 20-3760. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Top 88 und kann mit Top 55 zu dem Thema aufgerufen werden. Alle sind einverstanden, dann machen wir das so. Die Fraktion der SPD hat mitgeteilt, dass Anträge zur abschließenden Beratung in Fachausschüsse überwiesen werden sollen. Das betrifft den Top 40 mit der Drucksache Nummer 20-2970, der in den SIA überwiesen wird. Ebenfalls in den SIA überwiesen wird Top 45. Das ist der Antrag mit der Drucksache Nummer 20-3167. Weiterhin wird Top 42, das ist der Antrag mit der Drucksache Nummer 20-3002, zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen. So machen wir es. Wir haben uns heute Morgen in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer darauf verständigt, dass Top 6 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD betreffend zweites Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes, Drucksache 20-3636 zu 20-1628, am Mittwoch nach Top 83 mit einer Redezeit von 7,5 Minuten aufgerufen wird.
Ebenfalls haben wir uns verständigt, dass Top 82 der Bericht des Haushaltsausschusses betreffend Antrag des Ministers der Finanzen im Rahmen GZSG-Gesetz, Drucksache 203727, am Mittwochabend nach dem eben genannten Top 6 aufgerufen wird. Die Redezeit soll 5 Minuten je Fraktion betragen. Kollege Frömmrich, bitte. Ja, da bitte ich zu überlegen und rege an, dass wir zu diesem Tagesordnungspunkt 82, dem Bericht des Haushaltsausschusses, den Tagesordnungspunkt 50, das ist nämlich der Bericht des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses, der bei uns noch auf der in Anführungsstrichen Resterampe steht, dass wir den zu diesem Tagesordnungspunkt aufrufen. Es bietet sich an, sind alle einverstanden, dann machen wir das so. Plus Top 50, ja? Okay. So, die Fraktion Die Linke bittet darum, dass wir den Top 60, das ist der Antrag der Fraktion Die Linke mit der Drucksache Nummer 203686, Planung einer qualitativ hochwertigen und Bürgerinnen und Bürgern an Gesundheitsversorgung, zusammen mit Top 59, das ist der Antrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache Nummer 203685, Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft muss aufhören, aufrufen. Ist das okay? Wollen wir so machen, dann machen wir das so. Und insoweit darf ich Sie fragen, ob Sie einverstanden sind, wenn wir die Tagesordnung oder sind Sie bereit dazu, die Tagesordnung so zu genehmigen? Günter Rudolph, bitte schön. Weil das so harmonisch beginnt, Herr Präsident, will ich das noch verstärken. Top 7, Änderung des Schulgesetzes, war heute Morgen noch nicht ganz klar. Wir brauchen keine dritte Lesung, sodass wir heute mit der zweiten Lesung dieses Gesetz beenden können. Heute ist ja der Tag des Herzes, aber damit ist die Herzgesundheit gemeint. Aber man kann das natürlich auch verbinden mit Herzlichkeit und Freundlichkeit. Und das ist natürlich für die Kollegen des KPA und des SIA eine sehr gute Nachricht, weil sie dann andere Dinge heute Abend machen können, als in die Ausschusssitzung zu gehen. Wir bedanken uns alle bei der sozialdemokratischen Fraktion. So machen wir es. Die Tagesordnung ist dann genehmigt. Wir tagen heute voraussichtlich bis 19.30 Uhr. Die Sitzung des KPA entfällt. Im Anschluss an die Plenarsitzung findet aber trotzdem noch eine Sitzung statt. Das ist die des Hauptausschusses. Nein, findet nicht statt. Gesetz? Nein, findet nicht statt. Dann will ich es euch auch gar nicht. Dann will ich auch hier gar nicht weitersprechen. Wir beginnen im Anschluss an die amtliche Mitteilung mit Top 1, das ist die Fragestunde. Dann kommt Top 2, die Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Und wir rufen das mit den Tagesordnungspunkten, wie besprochen, entsprechend gemeinsam auf. Heute haben wir uns vereinbart, dass wir am Anschluss der Sitzungen immer die entsprechenden Abstimmungen gebündelt vornehmen. Ich glaube, das bietet sich an. Entschuldigt fehlen heute der Abg. Dirk Gaw, der Abg. Thorsten Warnecke und von 14 bis 18.30 Uhr Ministerpräsident Volker Bouffier, Staatsminister Axel Wintermeyer. Die sind bei der Telefonschalte mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Es gibt zwei sehr erfreuliche Ereignisse. Eines liegt schon ein paar Tage zurück. Denn einen runden Geburtstag konnte am 12. September der Kollege Andi Hofmeister begehen. Wo ist er? Andi Hofmeister, herzlichen Glückwunsch, 40 Jahre alt. Alles Gute, Glück und Gesundheit und auch weiterhin gute Freundschaft. Wir freuen uns, dass Andi Hofmeister zu uns gehört. Und heute feiert mit uns gemeinsam Michael Rohl. Wo ist denn der Kollege Michael Rohl? Da ist er. Lieber Michael Rohl, ist ja fast schon, also das sind ja ganz tolle Jahre. 36 Jahre ist er heute geworden. Wir gratulieren herzlich, lieber Michael. Also ich will dich jetzt nicht vor die Frage stellen, welche von den beiden netten Beisitzerinnen die Flasche übergeben soll. Wir machen das so. Der Weg von Frau Kinkel ist näher zu dir. Ansonsten hättest du eine Entscheidung treffen müssen. Das wollen wir dir ersparen. Und insoweit, liebe Frau Kinkel, darf ich Sie bitten, die Flasche Wein zu überreichen. Dankeschön. Ja, aber ich will jetzt hier nicht neue Bräuche einführen, das ist immer gefährlich. Ich will es aber nicht verschweigen, weil das ja eine tolle Koinzidenz heute ist. Der Kollege Rohl hat ja heute nicht nur Geburtstag, ich weiß gar nicht, ob er das selbst weiß, sondern er hat auch Namenstag. Denn es ist der Tag des Erzengels, pass auf, du musst abwarten, Michael, es ist der Tag des Erzengels Michael.
und der Erzengel Michael gilt ja als Vorkämpfer der Gott treu gebliebenen Engel gegen Luzifer. So hat Herr Schleicher mir das aufgeschrieben, der sich gegen Gott aufgelehnt hatte. Das sind also ganz besondere Leute. Und ebenfalls Namenstag haben damit heute die Kollegen Michael Boddenberg und der Abgeordnete Jörg Michael Müller. Zufälligerweise alles Mitglieder der CDU-Fraktion. Gibt es sonst noch Michaele unter uns? Den habe ich ja gesagt, Boddenberg und Ruhl. Genau. Sonst gibt es keinen Michael. Und der, ach, das ist halt mit euch, mit diesen Namen, Ruhl und Reul, ihr müsst, das ist schwierig mit den vielen, mit dieser eine Buchstabe, der alles entscheidet. Lieber Michael Reul, du bist natürlich auch ein Erzengel. Alles Gute euch allen zum Namenstag. Ich bin, und das ist auch eine gute Nachricht, am Ende der amtlichen Mitteilungen.